Paul, lass uns noch mal sprechen über die Behauptung der Hamas, 13 ausländische Geiseln seien durch die israelischen Luftangriffe getötet worden. Ja, Tatjana, also die Meldung, die reingekommen ist von Hamas, dort heißt es, dass 13 israelische und ausländische Geiseln getötet worden sind in den letzten 24 Stunden. Das ist das, was Hamas mitteilt. Es gibt keine offizielle Reaktion aus Israel bislang. Es gibt eine Reaktion aus dem britischen Verteidigungsministerium, wo es heißt, man müsse vorsichtig sein bei diesen Behauptungen, aber man beobachte das mit großer Sorge. Also das, was Hamas sagt, würde bedeuten, dass wir nicht sagen können, wie viele ausländische Geiseln darunter waren. Sie sprechen davon, 13 insgesamt israelische und ausländische Geiseln, die getötet worden seien durch Angriffe von Kampfjets, von israelischen Kampfjets, das behauptet Hamas. Konkret zitiert wird da die Al-Qassam-Brigade in einem Statement. Klar ist, das wissen wir auch von israelischer Seite, dass insgesamt 150 Geiseln genommen wurden, darunter sowohl Zivilisten als auch Soldaten. Und natürlich muss man das, wie das britische Verteidigungsministerium es auch sagt, mit großer Vorsicht beobachten. Auch diese Meldung, all das kann natürlich Propaganda sein. Insbesondere, weil man damit zeigen will, ja, was diese Luftangriffe auslösen könnten, die von Israel dauerhaft geflogen werden. Gleichzeitig, wenn diese Meldung stimmt, würde sich die Befürchtung bestätigen, dass die Hamas Geiseln, ausländische und israelische Geiseln, als menschliche Schutzschilde benutzt und eben genau dort sie untergebracht hat, wo es Angriffe gibt. Und das wäre das Horrorszenario, wovor alle gewarnt haben. Paul, danke schön für diese ganz aktuellen Einordnungen. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.